Yo Leute, was geht ab? Sepp am Start mit einem weiteren Q&A. Und die Leute fragen mich manchmal, hey, wo kann ich diese Fragen für dieses Q&A überhaupt stellen? Und dazu müsst ihr einfach meine Facebook-Sportler-Seite liken, links wie immer in der Description. Und dann seht ihr ab und zu, dass ich mal so einen Beitrag eröffne. Hey Leute, ich habe wieder vor, ein Q&A zu machen. Fragt mich einfach, was ihr wollt. Und da könnt ihr auch natürlich mit eurem Daumen abstimmen, welche Fragen halt relevant sind, ja, welche wichtig sind und natürlich die mit den meisten Daumen. Die werde ich natürlich am ehesten bearbeiten, weil ich halt sehr vielen Leuten damit natürlich helfen kann. Also wenn ich eine Frage beantworte, die halt keinen interessiert, sondern so speziell ist, dass irgendwie nur einer einen Daumen hoch gibt. Ihr könnt natürlich auch eure Freunde oder sonstiges dazu animieren, diese Frage zu liken. Weil wie gesagt, je mehr Daumen man kriegt in der Frage, desto weiter oben ist die Frage auch jetzt, wenn ich versuche zu lesen. Dann lasst uns auch keine Zeit verlieren. Und direkt mit dem Q&A starten. Also die erste Frage ist vom Daniel Müller. Bis zu wie viel Prozent Körperfettanteil gehst du in der Offseason hoch und in welcher Begründung? Zum Körperfettanteil hatte ich, glaube ich, vor kurzem zwei Videos rausgebracht. Und das hängt halt auch von mehreren Faktoren ab. Ich persönlich würde halt, weil ich halt Wettkampfsportler bin, nicht so krass über Stage Weight gehen. Also wenn ich jetzt 80 Kilo, sage ich mal, zum Beispiel man nimmt irgendeine Person, die 80 Kilo wiegt, auf der Bühne und die will jetzt, weiß ich nicht, das nächste Mal, wenn diese Person starten will, will die halt vielleicht nur 16 Wochen diäten, dann würde ich sagen, ja, werd nicht 10 Kilo schwerer, also geh nicht über 90 Kilo, über 92 Kilo, weil im Endeffekt, wenn du relativ erfahren bist, baust du keine 6, 7 Kilo Muskeln auf in einem Jahr und aus dem Grund wirst du halt einfach viel länger diäten müssen. Aus dem Grund würde ich auch sagen, ja, bei mir persönlich nicht über 15%. Allgemein, wenn ich es verallgemeinern müsste, halt für Nicht-Wettkampfsportler würde ich halt empfehlen, wie auch in einem anderen Video schon erwähnt, diese 18% ist so, das könnte man noch vertreten, wenn man eine gute Fettverteilung hat, wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Aber viel höher würde ich einfach nicht gehen, weil wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht die krasseste Fettverteilung habt, ja dann dauert das Diäten einfach länger. Und ich finde es angenehmer, wenn man dann einfach, wenn ich jetzt merke, hey, mir gefällt die Form nicht mehr, ich gefalle mir nicht selber, mache ich einfach 4 Wochen Diät, so einen kleinen Mini-Cut. Verliere 3-4 Kilo Fett und da kann ich wieder sauber 3-4 Monate, sage ich mal, mindestens wieder aufbauen. Und dann ist auch alles paletti. Also wie gesagt, bei mir persönlich, weil es mir auch optisch nicht gefällt, nicht über 15% gehen, weil ich auch, wie gesagt, irgendwann wieder auf die Bühne gehen will. Ich weiß zwar noch nicht genau wann, aber definitiv irgendwann nochmal. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht dieses Jahr, who knows. Aus dem Grund würde ich einfach sagen, bei mir sind es halt die 15%. Insulinsensitivität und so, bla bla bla, macht das einen großen Unterschied. Wenn man jetzt nicht mega dick ist, wahrscheinlich nicht. Also, Leute sagen ja, hey, wenn du niedriger bist mit dem Körperfett, dann kannst du besser Muskeln aufbauen. Das Problem ist aber, dass der Körper nicht so eindimensional, sag ich mal, funktioniert, weil je niedriger dein Körperfett, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ein Kalorienplus halt direkt in die Fettzellen reingeht. Deswegen würde ich da nicht mir so einen großen Kopf machen. Wenn man im gesunden Bereich ist, wenn man eben mit seinem Körper zufrieden ist, dann macht man eigentlich alles richtig. Da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Nächste Frage vom Timo Buchmann. Wie legst du das Volumen fest, das du in einer Trainingseinheit bewegen möchtest? Das ist bei mir natürlich immer abhängig davon, wie ich mich fühle. Also wie ich halt performe. Ich habe es ja schon mal erklärt, ich arbeite ab und zu im RPE-System. Ab und zu habe ich aber auch mit Prozenten, also arbeite ich mit Prozenten. Wie ich das festlege, was ich bewegen will, ist eigentlich, ich versuche halt stetig zu toppen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 10 Tonnen bewegt habe am Dienstag beim Squatten, versuche ich es in einem Monat an dem gleichen Dienstag halt 11 Tonnen zu bewegen. Und das wird euch halt natürlich nicht viel helfen, weil es ist Volumentoleranz, also wie viel Volumen man braucht und wie viel man überhaupt verträgt, ist halt mega individuell. Also der eine, der, keine Ahnung, der macht schon mit 3 Sätzen Bizep Curls gute Gains und der andere braucht 20 Sätze. Jetzt mal extrem gesagt, keiner braucht 20. Aber je fortgeschrittener ihr seid, ja, desto mehr Volumen braucht ihr, aber desto mehr Volumen könnt ihr auch vertragen. Das heißt, wenn jetzt irgendein erfahrener Athlet 10 Sätze Squats macht und das 3-mal die Woche, heißt es nicht, dass ihr das auch braucht. Ihr braucht halt ein Volumen, damit ihr Progress macht und woher weiß man, ob man genug Volumen macht? Wenn man Progress macht. Also der Indiz dafür, dass man halt ausreichend Volumen macht, ist halt der Progress. Wenn er ausbleibt, dann macht man entweder zu wenig oder eben zu viel.
Und das ist auch wieder mega individuell, hängt von 1000 Faktoren ab. Also, keine Ahnung, spontan fallen mir an, wie viel isst man, ja. Wenn man natürlich ein krass hohes Kalorienplus hat, kann man mehr trainieren. Wenn man im Defizit ist, eine harte Diät fährt bei 5% Körperfett, dann verträgt man wahrscheinlich nicht so viel Volumen. Das hängt davon ab, wie lange man trainiert, wie erfahren man ist, ja. Also, wie fortgeschritten man ist. Je fortgeschrittener, desto mehr Volumen verträgt man. Also wie gesagt, die Frage ist mega individuell und lässt sich eigentlich nicht beantworten, außer ich kenne halt wirklich alle Parameter, also ich weiß, wie viel er trainiert und so. Und dann kann man halt, wie gesagt, versuchen, das Volumen nach und nach zu erhöhen. Das war nur der erste Teil der Frage. Die zweite Frage war nicht die gerade heute, aber... Selbsteinschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit. Welche Ansätze gibt es, die RPE-Scale für sich zu definieren? Man braucht die RPE-Scale gar nicht für sich zu definieren, weil die RPE-Scale ist ja schon definiert. Also ich verstehe jetzt gar nicht wirklich, was du da mit meinst, aber meinst du jetzt die allgemeine die Einschätzung der Leistung? Das ist einfach ein Erfahrungswert. Also wenn man weiß, es geht noch einer, oder also ob man jetzt weiß, ob noch einer geht oder ob jetzt keiner geht, dann ist man eh schon an RPE 9. Also wenn man zweifelt, ob noch einer geht oder nicht und jetzt nicht der kompletteste Anfänger ist, sondern sage ich mal ein, zwei Jahre trainiert, ja, dann sollte man die Rep eigentlich schon als RPE 9 einstufen. Und wenn man jetzt ein Anfänger ist und sich gar nicht einschätzen kann, dann hat man auch mit RPE relativ wenig am Hut. Kann einfach lineare Progression fahren und gut ist, macht man eh die besten Gains mit, wenn man es halt kann. Das Problem ist eben, dass du irgendwann an einem bestimmten Niveau nicht mehr dich linear steigern kannst. Und deswegen brauchen wir halt so Mittel wie RPE und sonstiges. Ja, ansonsten, glaube ich, habe ich die Frage, soweit ich sie verstanden habe, beantwortet. Entladen, laden während der trockenen Masse wäre mega interessant. Auch wieder mega individuell. Also nicht so individuell wie das Volumen, weil man kann einfach bei Google eingeben, wie viel Kilogramm Muskeln so und so viel Glykogen speichern können. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, bin ich komplett entladen, ja? Also es zählt halt nur wirklich, wenn man entladen ist, und viele Leute wissen gar nicht, wie das ist, wenn man komplett entladen ist. Nur wenn man 6 Tage keine Kohlenhydrate isst, heißt es noch nicht, dass die Glykogenspeicher leer sind. Zunächst einmal das. Zweitens, es kommt auch darauf an, wie gut man auf Kohlenhydrate, sag ich mal, anspricht, weil man, normalerweise, wenn man lädt, schraubt man die Fette ja ziemlich weit runter. Klar, der eine kann so, weiß ich nicht, mit 600 Kohlenhydrate, sage ich mal, laden, wird relativ voll, und der andere nimmt 600 Gramm Kohlenhydrate und schießt alles als Wärme wieder aus. Das heißt, man muss halt eigentlich den Feedback über Bilder haben, über den Spiegel haben, dass man halt sieht, dass man genug geladen hat oder weniger laden muss oder sonstiges. Und dafür würde ich einfach, ganz ehrlich, dafür würde ich halt irgendwen engagieren, der ein bisschen Ahnung hat. Also ich glaube auch, wenn man selber sich Leute coachen könnte, schadet es nie, wenn einer mal drüber guckt. Wie gesagt, ausrechnen, wie viel Kilogramm man hat, Google geben, wie viel Gramm Glykogen, ja, wie viel Kilogramm Muskeln, wie viel Glykogen ein Kilo Muskeln, so sag ich mal, speichert, und dann irgendwie, dann muss man auch seinen Körperfettanteil richtig einschätzen. Also so einfach ist das gar nicht. Ich könnte mal dazu ein separates Video machen, wenn das Interesse besteht, aber dann müsste ich halt wieder auf mehrere Sachen eingehen und das wird das Q&A einfach sprengen. Ja, wie läuft es mit dem Maschinenbaustudium an der RWTH, fragt der Fabian Schuh. Und wie weit bist du? Ja, 5. Semester jetzt, komme ins 6., bin gerade in der Klausurphase. Läuft ganz gut, halt Maschinenbau, ne? Also jeder, der vielleicht sich ein bisschen damit auskennt, der weiß, dass das kein Zuckerschlecken ist, sag ich mal. Das ist halt kein Philipperler-Studiengang. Maschinenbau ist schon nicht leicht. Jetzt auch nicht mega schwer, ganz ehrlich, also wer wirklich fleißig ist und viel tut, der schafft das definitiv, wenn man halbwegs intelligent ist. Und man muss schon sagen, also Mathe und Physik sollte einem ein bisschen schon liegen, also läuft okay, sag ich mal. Vor allem hast du noch Zeit in der Klausurphase zu trainieren, war, glaube ich, der nächste Teil, ja. Also ich bin momentan in der Klausurphase und ich lasse wegen den Klausuren nicht eine Einheit ausfallen, im Gegenteil, also ich gehe genauso oft wie vorher auch, vielleicht sogar öfter, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Ich würde sagen, für mich sind das alles Ausreden. Also bei mir ist es halt so, ich arbeite, ich mache jeden Tag YouTube-Videos 6-mal die Woche, ein bisschen Instagram-Kram, ich habe eine Klausurphase am Start, ich gehe 6-mal die Woche trainieren und habe immer noch Kapazitäten. Ja? Ich habe eine Freundin, ich habe Freunde, wobei ich sagen muss,
Also momentan ist echt knapp mit der Zeit. Also den einen oder anderen werde ich wahrscheinlich ein bisschen vernachlässigt haben in letzter Zeit, aber man muss halt einfach Prioritäten setzen. Und wie der Name schon sagt, Klausurphase. Es ist jetzt eine Phase, die geht bis Ende März bei mir. Ja, und dann habe ich wieder am Tag 6-7 Stunden mehr Zeit. Ja, und dann ist wieder alles viel gechillter. Aber wie gesagt, für mich ist das eine Ausrede. Man findet immer, immer 2 Stunden am Tag, um zu trainieren. Man muss überlegen, der Tag hat, wenn man 8 Stunden schläft, ja, 16 Stunden. Und in den 16 Stunden kann mir keiner erzählen, dass er 13 Stunden durchhasselt. Und wer 13 Stunden durchhasselt, der macht das eh nicht effektiv, sage ich mal. Man braucht auch Pausen. Und in diesen Pausen könnte man genauso gut trainieren gehen. So sehe ich das halt, ne? Also wie gesagt, wenn man jetzt nicht der Oberhustler ist und jetzt wirklich 13 Stunden wirklich effektiv, also ich könnte das gar nicht, ja. Ich finde, wenn man 2-3 Stunden wirklich effektiv mit 100% Kopfeinsatz irgendwas macht, dann braucht man locker, ja, weiß ich nicht, eine Stunde Pause, dann geht man halt eben trainieren in der Zeit. Optimal genutzt, Kopf frei bekommen und dann wieder Vollgas. So sehe ich das, wobei ich sagen muss, man könnte es auch eigentlich klüger machen zum Thema Klausurphase, weil ich bin halt so ein Saisonarbeiter, also ich mache in der Uni eigentlich fast nichts. Und in den Klausurphasen knalle ich dann alles durch, was eigentlich in einem halben Jahr erklärt werden muss, mache ich dann in einem Monat. Ich muss auch sagen, es klappt bei den wenigsten so. Also ich würde es auch keinem empfehlen, aber wenn es halt klappt, habe ich halt eine relativ chillige Zeit in der Uni. Und dann halt, ja, hat man eben halt 2-3 Monate des Jahres nur mit Lernen, mit Sport und mit Arbeiten verbracht. Aber wie gesagt, mir gefällt es so, wenn es mir nicht so gefallen würde, würde ich es ändern. Das ist halt immer der Beweis. Und wenn viele Leute beklagen sich über irgendwas und sagen, hey, das gefällt mir nicht, bla bla bla, ja, dann änder's. Ja, wenn es dir nicht wert ist, ja, dann änderst du es auch nicht. Oder wenn dir eine Sache wichtiger ist, genauso Leute wie die sagen, hey, ich kann nicht abnehmen, ja, ich will das so gerne. Wenn du gerne abnehmen wolltest, würdest du weniger essen. Und wenn du lieber isst, dann als abnehmen, dann isst du halt, ne? Ich merke schon, ich schweife ab. Ich mache noch eine ganz kurze Frage. Trotz großem Kaloriendefizit keine sichtbaren Erfolge beim Fettabbau, Defi, was tun? Kaloriendefizit heißt, dass du abnimmst. Das heißt, wenn du nicht abnimmst, bist du nicht im Kaloriendefizit. Das bedeutet einerseits, entweder überschätzt du deinen Verbrauch, das heißt, du verbrauchst gar nicht so viel, wie du denkst, oder du trackst falsch und cheatest immer heimlich. Dazu gibt es eine lustige Studie, die haben halt 10 Frauen, glaube ich, gesagt, wir kontrollieren, wie viel ihr esst, aber zählt das. Das heißt, die mussten ihre Kalorien zählen, ja. Und es wurde halt nachgecheckt, ob es richtig war. Und da gab es eine Frau, die hat ihren Kalorienverbrauch, also nicht Verbrauch, die Kalorieneinnahme um, ich glaube, 50% verschätzt. Das heißt, sie hat irgendwie nicht 2000 Kalorien gegessen, was sie angegeben hat, sondern in Wahrheit 3000. Und die wusste, ja, dass das nachkontrolliert wird. Was sagt uns das? Dass Leute, die sagen, sie seien im Defizit und würden jeden Tag so wenig essen und könnten nicht abnehmen. Nichts gegen die Leute, ne? Also ich will jetzt keinen sagen, dass er jetzt vorsätzlich lügt, aber die bescheißen sich halt einfach selber. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, wenn man im Defizit ist, das ist die Definition des Defizits. Das heißt, wenn man nicht abnimmt über einen längeren Zeitraum an Fett, ja, war man nicht im Defizit. Mit dem Gewicht ist es was anderes. Das heißt, man kann Fett abbauen, ja, und gleichzeitig Wasser ziehen. Die Waage bleibt konstant, aber man verliert Körperfett. Das nicht verwechseln. Es hat auch andere Gründe, warum das manchmal so sein kann. Irgendwann verliert man wieder das Wasser, bla bla bla. Ich sehe schon, wir haben schon über fast 14 Minuten jetzt. Ich glaube, das reicht auch schon fürs Q&A. Wie gesagt, das nächste Mal einfach meine Facebook-Seite liken, meine Facebook-Sportler-Seite und einfach im nächsten Beitrag kommentieren, die Fragen, die euch eben interessieren. Ja, ich hoffe, das Video war informativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, kommentiert, abonniert und shared das Video mit der ganzen Welt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen extrem geilen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out!